Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu etwas Neuem, was der ein oder andere vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat. Denn Wargaming hat für euch vorgestern, für mich zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, einen neuen 3D-Skin in den Premium-Shop gebracht. Und zwar für den Rheinmetall Borsig Waffenträger. Und diesen Skin bin ich gestern ein bisschen Probe gefahren im Livestream. Hab den euch gezeigt und auch an eurer Reaktion habe ich gemerkt, dass einerseits viele davon gar nichts wussten. Es haben mich tatsächlich auch Leute im Spiel angeschrieben und wollten wissen, woher ich den habe. Ich weiß nicht genau, warum Wargaming hier nicht so wirklich Werbung oder ja so dafür gemacht hat. Bisher zumindest. Vielleicht machen sie ja mittlerweile Werbung, wenn das Video raus ist dafür. Wie auch immer. Die Reaktionen waren relativ positiv. Viele haben gesagt, dass sie den ganz nett finden. Es waren auch ein paar dabei, die haben gesagt, nee, das gefällt mir gar nicht, der Skin. Das ist völlig okay, weil diese optischen Sachen sind natürlich immer Geschmackssache. Ich muss aber zugeben, dass er mir auch relativ gut gefällt. Da haben wir Sachen teilweise gehabt, auch im Battle Pass, da waren Skins dabei, die sind schon ein bisschen übertrieben. Ich erinnere nur an den TVP-Skin mit diesem Minenräum-Ding da, mit diesen Hörnern vorne dran, was völlig übertrieben war. Oder auch jetzt beim IS-4 das Schlauchboot oder das Surfbrett beim Petten. Wie auch immer, das sind alles Geschmackssache-Sachen, das verstehe ich voll und ganz. Das Teil ist jetzt für die noch nächsten 7 Tage im Premium-Shop, kostet 9,95 € und ich packe euch das Ganze mal mit den Link in die Videobeschreibung. Insgesamt, wie gesagt, optische Sachen, man muss das nicht toll finden, man muss einem das nicht gefallen. Und zusätzlich, man muss es nicht günstig finden. Ne? Also ich persönlich finde 9,95 € ein bisschen zu viel. 7 € wären vielleicht irgendwie gefühlt angenehmer. Aber auch das ist wieder so eine gefühlte Sache. Manch einer sagt, okay, 10 € ist mir das wert. Manch einer sagt, das ist mir nicht wert. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass Wargaming sein Monetarisierungsmodell deutlich mehr auf solche optischen Sachen ausrichtet und weniger auf zum Beispiel Lootboxen, wie wir sie jetzt wieder zum Waffenträger-Event haben, die einen extremen Gambling-Anteil haben, einen viel, viel höheren Gambling-Anteil aufgrund der Reroll-Mechanik, als wir das zu den Weihnachts-Lootboxen kennen. Und das muss man auf jeden Fall scharf kritisieren. Und da sage ich nur, Wargaming, hört mit so einem Scheiß auf. Vor allen Dingen, packt bitte nicht neue Panzer exklusiv in solche Lootboxen, sondern macht's fair für alle, dass man sie auch regulär kaufen kann. Und macht lieber mehr solcher optischen Sachen. Machen sie ja mittlerweile auch, aber schaut vielleicht, dass ihr euer Monetarisierungsmodell noch mehr auf sowas ausrichtet. Insgesamt, Borsig bin ich ja schon durch. Ich habe ja auch den Waffenträger auf Panzer 4 jetzt schon durchgeforscht, aber wie gesagt, ich habe ihn gestern mal wieder im Stream ausgepackt. Bin ihn auch einige Runden mit der 15 cm Kanone gefahren, wo ich wieder gemerkt habe, das ist überhaupt nicht meine Kanone. Also ich finde die Kanone völlig unpassend auf dem Borsig. Ich habe ja auch schon in der Vergangenheit Vergleichsvideos zu den beiden Kanonen auf diesem Panzer gemacht. Die packe ich euch auch nochmal rechts oben in die Infokarte rein. Und da bin ich darauf auch schon eingegangen. Habe dafür aber auch Kritik bekommen, dass ich gesagt habe, die 15 cm passt nicht zu dem Panzer. Es gibt durchaus Spieler da draußen, das respektiere ich auch, die sagen, nein, die 15 cm ist das, was man auf dem Borsig spielen sollte. Ich persönlich komme halt nicht damit klar. Hier die 1er-Linie ist gefallen, dank des Stream-Chats, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, konnte ich da ganz gut jetzt hier Schaden abfarmen und konnte die Sache auch ganz gut verteidigen. Vielen Dank also dafür, da war ich auch ein bisschen tranig. Auch den Scorpion ganz am Anfang auf F3 habe ich nicht wirklich gecheckt. Hier der Blindschuss auf den CDA, auch sehr, sehr schön. Also, um das Ganze abzuschließen, ich persönlich fahre den Borsig dann doch lieber mit der 12,8 cm Kanone. Das ist im Grunde die Kanone, die man auch schon auf dem Scorpion G, vom Scorpion G kennt. 246 Pen auf der AP, 311 APCR als Premium, 94 der Alpha, HE, 65 Pen bei 630 Alpha, 0,35 Genauigkeit, 2,3 Sekunden Einzielzeit. Eine relativ gute DPM, Nachladezeit 11,5 Sekunden. Die Softstats sind halt nicht die allerbesten. Das ist klar, man soll die Kanone auf jeden Fall nicht mit Snapshots spielen. Das funktioniert nicht wirklich gut. Auch auf der 15 cm funktioniert es im Grunde überhaupt nicht. Das Problem vom Borsig ist seine Mobilität. Die ist eher eingeschränkt. Gun Depression 5 Grad sind auch eher mäßig. Dafür hat er halt wirklich zwei Kanonen, die sehr unterschiedlich sind, aber auf ihre Art und Weise wirklich stark sein können. Und er hat natürlich einen herausragend guten Tarnwert. Was ich jetzt hier gemacht habe und in den Videos, die ich in der Vergangenheit gebracht habe, konnte ich darauf natürlich noch nicht eingehen.
weil da es noch kein Equipment 2.0 gab. Ich habe hier mal ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar habe ich jetzt in den Kategorieslot, der zur Feuerkraft gehört, habe ich einen verbesserten Drehmechanismus eingebaut, der mir die Turmdrehgeschwindigkeit verbessert und auch das Gunhandling. Dann habe ich einen Turbolader eingebaut, der dem Borsig mehr oder generell mehr PS gibt und mehr Topspeed vorwärts, rückwärts, damit er ein bisschen ja, mitfahren kann, besser mit nachrücken kann. Und in den dritten Slot habe ich einen Scherenfernrohr eingebaut, um die Sichtweite zu pushen. Dafür habe ich als Direktive noch die Tarndirektive mitgenommen, um den Tarnwert so ein bisschen noch zu pushen, weil ich halt kein Tarnnetz dabei habe. Denn ich finde, zwei Slots zu verschwenden, in Anführungsstrichen, das war es mir dann ehrlich gesagt nicht wert. Also Schere plus Tarnnetz mitzunehmen. Sondern ich habe halt schon ein bisschen gesehen, dass ich Gunhandling in Form des verbesserten Drehmechanismus plus halt Mobilität ein bisschen verbessere, damit der Borsig einfach besser mitfahren kann. Das ist am Ende auch wieder Geschmackssache, wenn man es natürlich günstig haben will. Ist in Anführungszeichen günstig, dann halt Schere und Tarnnetz. Wenn man wirklich sagt, nein, Borsig spiele ich immer aus dem Stand, ich campe mir die Eier zu Tode, ja okay, dann bitte, dann ist natürlich Tarnnetz und Schere das, was ihr mitnehmen solltet. Wenn man ein bisschen mitfahren will, dann kann man wirklich überlegen, mal den Turbolader zu testen. Hat auf jeden Fall gefühlt wirklich was gebracht. Also ich merke wirklich, dass der Borsig etwas mobiler ist und auch etwas schneller und besser nachrücken kann. Insgesamt die Runde, meine beste, die ich bisher mit ihm, glaube ich, gefahren bin. Das ist mein einziges Panzerass, was ich erfahren habe. Und ja, auch dank des Streamchats, die mich halt auf die 1er, 2er Linie drauf hingewiesen haben. Hier jetzt der letzte Gegner, Stritzwagen, ist relativ klar, wo er stehen sollte. Ich denke mir jetzt hier, okay, was kann groß passieren? Er schießt auf mich, ich bin ein Two-Shot für ihn. Er spottet mich jetzt hier, aber ich fahre jetzt einfach drauf. Ich will den Kill haben oder das Spotting oder den Schaden. Und deswegen gebe ich jetzt hier einfach Gas und fahre ran. Denn ich denke mir, ich habe schon einiges an Schaden gemacht, aber ich will auch noch ein bisschen Spotting haben und eventuell den Kill, um hier vielleicht für das Panzerass ja, noch ein paar XP reinzufahren. Und wir sehen ja Type 59 WZ Prot, die stehen jetzt alle da und warten eigentlich, dass es ein Spotting gibt. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Selbst wenn der Stritzwagen mich rausnimmt, ich spotte ihn höchstwahrscheinlich, wenn er auf mich schießt, kann vielleicht selber noch einen Schuss ansetzen und der Rest geht dann als Spotting drauf. Und genau das hat am Ende funktioniert, mit dem Unterschied, dass er sich gar nicht für mich interessiert hat, sondern dass er tatsächlich in die Richtung vom Type 59 geschaut hat und ich hier in aller Seelenruhe den Schaden als Spotting und selber gemachten Damage noch abfarmen konnte. Insgesamt also eine sehr, sehr schöne Runde mit dem neuen Skin für den Borsig. Wer den kaufen will, wie gesagt, ich packe euch den Link gerne in die Videobeschreibung. Ich finde ihn jetzt nicht so schlecht. Natürlich ist der Borsig ein Panzer, der relativ speziell ist. Und ich weiß jetzt schon, dass einige von euch sagen werden, na, der ist schon lange nicht mehr Meta. Mag alles stimmen. Am Ende kann ja jeder selber spielen, was er möchte in World of Tanks oder generell. Und deswegen kann man es auch einfach jedem überlassen, ob man sich den Skin halt kauft oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall ein ganz angenehmer Skin. Erinnert, wie gesagt, ein bisschen an War Thunder. Und ich finde es auf jeden Fall ein deutlich besseres Monetarisierungsmodell für ein Free-to-Play-Spiel als halt Lootboxen oder halt OP-Premiums. Wobei das mit dem OP-Premiums natürlich auch immer schwer ist, das an objektiven Sachen festzumachen. Viele sagen ja immer, der Panzer ist OP. Dann sagt der andere, nee, ist er nicht. Klar, gibt es starke Panzer, aber die Frage ist halt immer, wo geht denn ein OP los und wo ist es nur ein starker Panzer? Ne? Das ist halt auch ein sehr, sehr schwimmender Übergang oder schwammiger Übergang. Aber das soll nicht Thema des Videos sein. Ihr wisst, was ich sagen will. Am Ende, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne zugreifen und wenn nicht, dann wird auch euch keiner den Kopf abreißen, wenn ihr das nicht tut. Panzerass, Großkaliber, insgesamt 4566 Schadenspunkte, das ist auch, glaube ich, ziemlich ordentlich mit dem Borsig. 4 Kills, 1263 Basiserfahrungspunkte, 1269 noch an Unterstützungsschaden. Ja, ich bin den mit Schokolade gefahren und dementsprechend sind es dann hier nur knapp 16.000 plus. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, ich habe auch die eine oder andere APCR geschossen, dort wo es eng war, dann wollte ich einfach den sicheren Damage machen.
Auch das muss man natürlich nicht. Die Grund-Pen-Werte auf der Standardmunition beim Borsig sind gut genug eigentlich, dass man gegen die allermeisten Achter auf jeden Fall bestehen kann. Insgesamt 1895 Erfahrungspunkte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer. Namentlich genannt sind das Thomas, Xynam, Irondal, Kulle, Parsival und Ködö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.